Willkommen bei Künstler wie keine. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neben mir sitzt Maram. Hallo. 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 Du bist Singer-Songwriter. Genau, richtig. Und was machst du für Musik? Naja, es ist ziemlich durcheinander. Es hat angefangen mit Klassik tatsächlich und jetzt ist es entweder so ein bisschen Electronica Soul oder eben Oldschool Soul, Hip-Hop, R&B. Ich schreibe meine Songs größtenteils selber, manchmal eben noch irgendwie mit einem Team oder mit einem Partner. Manchmal schreiben wir das echt zusammen in einer Probe, je nachdem, wie es gerade kommt. Und worüber singst du? Nee, ich weiß, worüber ich nicht singe. Also so eine Regel bei mir ist eher keine Liebeslieder, weil es einfach sehr viele davon gibt. Ich singe natürlich viel Autobiografisches, beobachte viel. Und gebe einfach wieder, was ich sehe und was mir für Gedanken kommen. Seit wann machst du das jetzt? Songs schreiben noch gar nicht so lange. Also es sind jetzt vielleicht 6 Jahre oder so. Aber Musik tatsächlich, seit ich 3 bin, seit 17, 18 Jahren. Wahnsinn. Schon lange. Du kommst aus Lüneburg, aber wohnst in Mannheim? Genau, ich habe hier in Lüneburg mein Abi gemacht und bin dann nach Mannheim gezogen zum Studium. Wer inspiriert dich denn? Hast du da jemanden? Ich glaube, das ist gar nicht eine Person. Ich glaube, das sind kleine Details von Leuten, die wir irgendwie jeder kennt. Das sind natürlich irgendwie Etta James, das sind eben die großen Diven natürlich, Aretha Franklin, aber wirklich die alten Leute. Das sind auf jeden Fall Leute wie Michael Jackson, das sind riesige Leute. Aber wenn man sich so kleine Details da aussucht, dann findet man irgendwie so ein Ganzes, das einem vielleicht irgendwie anspricht. Und das ist, glaube ich, eher so das, was mich irgendwie inspiriert. Ist es denn so, dass du alleine auftrittst oder hast du mal eine Band, mal vielleicht nicht? Oder bist du in einer Band auch? Ich bin in 2 Bands. Die eine ist ein Trio. Da werden wirklich die Songs gemeinsam geschrieben. Der Keyboarder spielt den Bass noch dazu und ein Saxophon und produziert vorher. Und dann im Laufe der Proben arrangieren wir das zusammen aus. Die andere Band, dafür schreibe ich komplett die Songs. Ich habe natürlich auch Auftritte alleine oder in einem Duo. Ist noch ziemlich variabel alles. Wie bist du denn dazu gekommen, jetzt das auch noch zu studieren auf der Pop-Akademie? Naja, ich hatte vorher was anderes geplant. Ich wollte Tiermedizin machen, und weil ich Tiere mag und weil mich das immer sehr interessiert hat. Und meine Eltern sind Ärzte, das heißt, irgendwie was Akademisches war schon cool gewesen. Und dann irgendwie kam das kurz vor Bewerbungsschluss, dass ich alles über Bord geworfen habe und gesagt habe, ich mache Musik. Und der Kompromiss war dann, dass ich studiere. Und ich wusste von der Pop-Akademie zufällig, hatte ich irgendwie ein paar Monate vorher davon erfahren, habe da mal nachgeschaut, sah ganz gut aus, habe mich auf gut Glück beworben
Und dann haben die mich eingeladen zur Aufnahmeprüfung, die wahnsinnig schwer war zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich gemerkt, eben, was da für Leute überhaupt arbeiten, was da die Dozenten alles schon gemacht haben, was da für Musiker schon studieren oder studiert haben, was da für Bands rausgekommen sind. Davon weiß man ja eigentlich so als Laie erstmal nichts. Und dann bin ich dahin und es war bisher echt die beste Entscheidung. Wie lange studiert man da? Den Bachelor 6 Semester. Und was genau studierst du da? Eine bestimmte... Genau, also es heißt da Popmusikdesign und dann kann man sich eben Hauptfach auswählen und da habe ich mir Singer-Songwriter ausgesucht. Man kann natürlich jedes Instrument irgendwie, Popinstrument, Schlagzeug, Bass oder eben auch Producing studieren oder im Musikbusiness. Also total weit gefächert, aber dann ist ja, das ist ja für dich auch genau das Richtige eigentlich, das, was du ja davor auch schon gemacht hast, dann nochmal von der Pike auf sozusagen zu lernen. Richtig, absolut. Erstens können die Dozenten einem wirklich was vom Musikerleben erklären, weil die halt eben noch drinstecken, die wissen genau, wovon sie reden. Dazu kommt eben auch, dass das Ziel quasi dieses Studiums ist, am Ende das Business zu verstehen. Zu wissen, worauf wir uns da einlassen, auf was wir achten müssen, auf was wir achten können, welche verschiedenen Möglichkeiten wir haben. Wir haben nicht nur die Möglichkeit, eben auf der Bühne zu stehen, ein bisschen zu singen. Man kann Studiojobs starten, wenn man eher Recording-Artist ist, kann man eben als eben Recording-Singer arbeiten. Was auch immer man machen möchte, man kriegt da echt die Möglichkeiten und man kriegt da so ein bisschen den Ansporn, zu schauen, was es dann alles für verschiedene Sachen gibt. Das Studium an der Popakademie bedeutet nicht automatisch, dass wir alle zu großen Stars werden. Mhm. Man hat dort das Glück eben, dass man schon ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann, wie man es meistens nicht kann, wenn man eben solche Kontakte nicht hat. Aber auch wir sind alle noch am Struggeln und noch am Schauen, wo wollen wir eigentlich hin und wie schaffe ich das und wie kriege ich diese Labels, dass sie mir zuhören und dass sie interessiert an dem sind, was ich mache. Die Popakademie ändert da nicht viel. Also die Popakademie, die hilft mir persönlich, aber die ist nicht das Sprungbrett zu irgendwelchen großen Labels oder so. Hast du irgendwie noch was, was du den Leuten da draußen mit auf den Weg geben möchtest? Naja, ich würde nicht davor zurückschrecken, irgendwie in so ein Business reinzugehen, nur weil es nicht unbedingt sicher ist oder weil es vielleicht ein bisschen länger dauert, bis man was erreicht. Im Endeffekt zahlt sich's aus, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Dann noch einen schönen Tag dir. Danke, danke gleichfalls. Euch alles Gute, reingehauen.